An der Ecke steigt ein Junge mit einem Tüdelband, in der anderen Hand ein Butterbrot mit Käse. Wenn hier bloß nicht mit den Beinen in den Tüdel kommt, und da liegt hier auch gar lang ob der Nase. Und hier rasselt mit einem Dassel ob dem Kant stehen, und hier bitte ganz geheulig ob der Tung. Als ich upsteigt, sagt hier hätt nicht weh tun, ist schon Klacks für einen Hamburger Jung. Hamburg ist die geilste, schönste, nasseste Stadt, die es auf der Welt gibt. Es gibt zwei schöne Sachen im Leben, die man machen kann. Das ist einmal die große Freiheit auf der Reeperbahn und die große Freiheit, Mercedes zu fahren. 100 Jahre. Ein Daimler bleibt ein Daimler. Daimler forever. Hamburg ist nicht nur mein Zuhause, Hamburg ist meine große Liebe. Es ist einfach eine fantastische Stadt mit ganz viel Lebensqualität. Was Mercedes angeht, tja, Hamburg ist elegant, Mercedes ist elegant und ich liebe Eleganz. Hamburg ist meine Heimatstadt, einmal und zum anderen die schönste Stadt, die ich kenne in Deutschland, auch bei Schiedwetter. Ich wünsche mir einmal, wenn ich das so sagen kann, dass weiterhin so tolle Wagen gebaut werden, aber ich wünsche Mercedes-Benz weiterhin viel Erfolg und vor allem wünsche ich mir, dass das Engagement, das bisher gezeigt wurde, im sozialen, im kulturellen Bereich, im sportlichen Bereich, beibehalten wird. Seit 20 Jahren gibt es Phoenix, seit 20 Jahren ist Mercedes-Benz dabei. Wir bedanken uns für die langjährige Unterstützung und für eine Zusammenarbeit, aus der inzwischen eine Freundschaft geworden ist. Mercedes-Benz Hamburg macht die Hamburger Symphoniker mobil. Es ist eine hervorragende Zusammenarbeit. Die ersten Geburtstagsgäste kommen schon, ja, ja. Nee? Laufen sich hier warm auf der Reeperbahn. Kerzen, Torten, Sensation. 100 Jahre Mercedes-Benz. Ich bin nicht nur Hamburger, ich bin auch nur Hamburgers Überzeugung. Und Daimler gehört dazu. Fertig, aus, Banane. Mercedes-Benz passt zu Hamburg, weil Hamburg die Stadt der großen Marken ist. Mercedes-Benz ist ein wichtiger Unterstützer, ohne die eine Gesellschaft nicht leben kann. Wir brauchen Firmen, die bereit sind, sich für die Gesellschaft, die Stadt einzusetzen. Und das tut Mercedes-Benz. Ich bin jetzt seit einem Jahr wieder in Hamburg und stehe damit nur für ein Jahr der 100-jährigen Geschichte unserer Niederlassung, die sehr eng verbunden ist mit der Geschichte der Hansestadt. Seit 100 Jahren stehen wir für kulturelles, sportliches und natürlich auch soziales Engagement.
In unserem Jubiläumsjahr werden wir die neue E-Klasse präsentieren, das Herzstück unserer Marke. Darauf sind wir ganz besonders stolz. Wir sind das größte Autohaus mit den meisten Mitarbeitern hier in der Stadt. Und ich denke, wir gehören zu Hamburg wie keine andere Automobilmarke. Aber kann das nicht, denn er muss aus Hamburg sein. Echte Hanseaten, diese Schwaben.